Am 15. Februar 2021 jährt sich zum 400. Mal der Todestag des Komponisten Michael Praetorius. Aus diesem Anlass sprechen wir heute mit der Musikwissenschaftlerin Beate Schmidt, derzeit tätig in Nashville, Tennessee, über sein künstlerisches Schaffen, Aspekte seines Lebens und die in der SLUB Dresden überlieferten Quellen zu seinem Wirken. Liebe Frau Schmidt, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gespräch über Michael Praetorius, dessen Todestag sich am 15. Februar zum 400. Mal jährt. Erst vielleicht mal ganz kurz, wer war Michael Praetorius? Michael Praetorius war jemand, der glaubte, dass er mit seinem Werk die Kirchenmusik vor Verwilderung und Zerstörung rettete. Also er war einer der gelehrtesten Komponisten seiner Zeit. Er war Musiktheoretiker, Orgelspezialist und vor allem sammelte er enzyklopädisch alles, was ihm in die Hände kam. Also angefangen von Kirchenliedern aus den entlegensten Winkeln des Deutschen Reiches bis hin zu Kompositionsweisen von den Anfängen der Musik im Alten Testament, dem Mittelalter bis hin in seine Gegenwart. Und wenn man da jetzt ein bisschen das näher verstehen will, müsste man dann doch etwas ausführlicher in die Biografie schauen. Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend und sehr, sehr vielfältig an. Wenn Sie so jetzt allgemein betrachten, was prägt heute das Praetorius-Bild? Was ist so am bekanntesten von Praetorius? Da gehe ich vielleicht doch nochmal auf seine Biografie ein. Also von Amts wegen war er ab 1604 Hofkapellmeister in Wolfenbüttel. Und diese Zeit dann in Wolfenbüttel, die ist seine fruchtbarste Zeit, was seine Publikationen angeht. Also in dieser Zeit entstanden die sogenannten Musaesioni, übersetzt die Zionsmusen. Das sind 9 Musiksammlungen insgesamt mit 1244 Kompositionen. Diese 1244 Kompositionen basieren im Wesentlichen auf dem Liedschatz der Reformation, also auf dem ganzen Korpus evangelischer Kirchenlieder, auch katholischer und reformierter. Aber in seinen ganzen Facetten Reichtum, es sind Kanzonalsätze, einfache Kanzonalsätze, das, was wir heute so unter Choral verstehen für Lateinschüler, sind aber auch mehrchörige Kirchenliedbearbeitungen für den höfischen Gebrauch. Es gibt lateinische Kompositionen dann später noch für die lateinische Messe. Also er sammelt im Prinzip alles und bearbeitet sie mit allem, was ihm so zur Verfügung steht. Und das macht ihn im Prinzip auch so das Bild von ihm, was wir heute von ihm haben, ganz entscheidend aus. Die Choralkompositionen sind sicherlich das, was am bekanntesten ist. Ich kann es nur aus der Perspektive der Sächsischen Landesbibliothek sagen. In unseren Sammlungen haben wir ja viel Quellenmaterial, was eben von den ganzen sächsischen Kantoreien ist. Das war ja hier ein reiches Musikleben in der Praetorius-Zeit. Und genau diese Quellen, also diese Musaesioniae, sind bei uns im Quellenbestand ganz stark vorhanden. Wir sprechen über Praetorius natürlich auch, weil er eine Beziehung zum Dresdner Hof hatte. Welche Rolle hat er hier am Dresdner Hof gespielt? Er war ja eigentlich, wie Sie gerade gesagt haben, Kapellmeister in Wolfenbüttel. Welche Bedeutung hatte Dresden für ihn? Ja, 1613 ist sein großes Schicksalsjahr. Der Herzog Heinrich Julius, also sein großer Patron, stirbt unerwartet. Und in diesem Jahr ist in Wolfenbüttel deswegen auch Trauer angesagt und die Musik schweigt. Der junge Kurfürst Johann Georg in Dresden macht sich diese Situation zu nutzen und beruft Praetorius persönlich sogar. Und auch das war wieder sehr außergewöhnlich und zeigt auch, wie bedeutsam Praetorius in dieser Zeit schon war. Fragt ihn also persönlich, ob er als Hofkapellmeister von Haus aus nach Dresden kommen kann. Und er fragt ihn und er fragt natürlich auch den neuen Herzog Friedrich Ulrich, die beide dann dieser Bitte nicht abschlagen können. Praetorius kommt nach Dresden und findet dort eine ungleich besser ausgebildete Kapelle vor, mit viel mehr Sängern und auch viel mehr Instrumentalisten. Und das gibt ihm die Möglichkeit, nochmal zu vollkommen neuen klanglichen Experimenten. Also er kann hier den Konzertierenden, den Stil der Italiener, der noch vollkommen neu ist, die Generalbasspraxis, die Vielfalt an Besetzungen nochmal ganz neu ausprobieren.
Und in dieser Zeit muss er also auch unglaublich viel italienische Literatur sich angeeignet haben, denn anders als zum Beispiel Heinrich Schütz war er nie in Italien. Also er hat viel gelesen und auch wahnsinnig viel ausprobiert und dann da auch sehr progressiv neben Heinrich Schütz vor dem Dreißigjährigen Krieg. An anderen Stellen sagen Sie mal, Michael Praetorius sei ein politischer Komponist. Wie kann man denn sagen, jemand ist ein politischer Komponist? Wie kann das denn sein? Ja, als Pionier dieser modernen Musik kann man durchaus sagen, dass er politisch war. Vielleicht kann man das mal an einem Beispiel deutlich machen. 1614 gibt er in Naumburg seine Einstandsmusik. Der Anlass war der Fürstenkonvent, zu dem der Kurfürst eingeladen hatte und die befreundeten protestantischen Fürstenfamilien und Häuser von Brandenburg, Hessen, Kassel und Sachsen die Einheit zu beschwören. Es gab da also Divergenzen. Und das, was die Musik hier schafft, ist zum einen dem Repräsentationsbedürfnis des kursächsischen Hofes zu genügen. Das wird auch ganz wichtig für Heinrich Schütz dann später, dass eben mit dieser mehrchörigen und klangprächtigen Musik, die er hier auch nach Sachsen bringt, das Herrscherhaus selber repräsentiert. Und zum anderen hat er natürlich mit dieser neuartigen Musik auch erstmal überwältigt. Also man muss sich vorstellen, die Chöre standen auf den Emporen weit entfernt voneinander und haben quasi wie die Musik der Engel über der Gemeinde gesungen und diese quasi mit einbezogen und einfach erstmal wirklich auch überrascht durch die Neuartigkeit der Musik. Sie sprechen super begeistert eben von diesen historischen Zusammenhängen und die Rolle, die Praetorius in seiner Zeit eben für den Dresdner Hof ausgefüllt hat. Was sind eigentlich so die Quellen, mit denen Sie arbeiten für Ihre Forschung? Ich komme ja von der Bibliothek, von daher interessiere ich mich immer für die Frage, welches Material ist die Grundlage für die Forschung von Ihnen? Ja, wenn man sich jetzt mit der Musik von Praetorius beschäftigt, wird man wahrscheinlich erstmal auf die 21-bändige, also eine sehr große und auch ältere Gesamtausgabe seiner Werke zurückgreifen. Die ist in den Jahren 1928 bis 60 entstanden und dort sind eigentlich auch nahezu alle Erstdrucke ediert. Aber man muss, glaube ich, als Musikwissenschaftler auch immer wieder betonen, dass eben Editionen der alten Musik in besonderem Maße Interpretationen darstellen. Also diese Musik ist ja nicht in Partituren überliefert, wie wir sie jetzt in dieser Gesamtausgabe zur Verfügung haben, sondern in Stimmbüchern überliefert. Und diese Noten sind wiederum in Mensuralnotationen geschrieben, ohne Taktstriche. Also wenn man diese Musik ediert, muss man zwangsläufig starke Eingriffe in die Textgestalt vornehmen. Und daher ist es umso wichtiger natürlich, dass Musikwissenschaftler eben auch auf Erstdrucke und auch auf Handschriften zurückgreifen können, wie sie die Bibliothek ja auch zur Verfügung stellt. Also Sie haben das ja schon erwähnt, dass in der Sächsischen Landesbibliothek große Bestände auch gerade dieser Musik erhalten geblieben sind. Das ist also auch ein sehr wertvolles Gut, was ich hier auch eben nochmal betonen möchte, dass das eben auch so wichtig ist. Aber das ist ein Teil. Der andere Teil sind sicherlich auch die Handschriften, die eher im Sächsischen im Staatsarchiv liegen. Also es gibt ein einziges Autograph von Praetorius und das liegt im Sächsischen Hauptstaatsarchiv. Daneben gibt es natürlich Festberichte, die Briefe mit der Verwaltung der Hofkapelle, also auch mit Hohe von Hoheneck. All das liegt aber dann eher im Staatsarchiv. Ja, da sieht man einfach so die zwei Überlieferungsstränge, einmal von Verwaltungsgut und andererseits eben von den künstlerischen Produkten, die eben in zwei verschiedenen Institutionen und auch schon zu Praetorius' Zeit in zwei verschiedenen Bereichen gesammelt wurden. Das ist ganz klar und das zeigt aber die enge Verwandtschaft zwischen der SLUB Dresden und dem Hauptstaatsarchiv. Also beide zusammen erzählen dann die Geschichte der Zeit. Das finde ich auch immer sehr spannend, dass man die Sachen aufeinander beziehen muss. Also interessant, vielleicht kann ich das noch erwähnen, ist auch, dass Praetorius selber seine Drucke eigentlich hauptsächlich betreut hat, also im Selbstverlag auch herausgebracht hat. Und deswegen gibt es ganz wenige Werke, die in Sammeldrucken zum Beispiel überliefert sind, also die daneben noch in Sammeldrucken. Also im Prinzip hat er wirklich die Hand darüber gehalten, was erscheint. Und das ist durchaus eine Besonderheit seiner Werke, dass also im Prinzip die Erstdrucke auch das dokumentieren, was sein Werk ist. Also selbst bei den Drucken ist man ihm dann ganz nah. Da ist dann wenig dazwischen. Ja, genau. Ja. Also es gibt keine Frühfassungen, wie zum Beispiel bei Heinrich Schütz. Das ist alles auch verloren gegangen durch die Zeit. Und durch Bibliotheksbrände, wie auch in Dresden.
lag wahrscheinlich auch in der Bibliothek, in der Hofbibliothek sehr viel mehr von Praetorius, was man heute einfach nicht mehr hat. Ja, das muss man leider betonen, dass von seinem höfischen Schaffen in der Slup wenig erhalten ist, weil einfach diese Teile der Hofbibliothek verbrannt sind. Ja. Michael Praetorius ist 400 Jahre tot. Warum interessieren Sie sich für jemanden, der so lange tot ist? Mich persönlich fasziniert an Praetorius seine selbstbewusste Künstlerpersönlichkeit. Also von seinen ersten Auftritten an als Komponist, und das ist etwa im Jahr 1604 bis zu seinem Lebensende, entwickelt er über Wahlsprüche, über Holzschnitte, Stammbucheinträge, Chronogramme und eben auch besonders in seinen sehr, sehr ausführlichen Vorworten in seinen Werken ein Selbstverständnis, das seine religiöse Lebenswelt mit seiner Musik verknüpft. Also er entwickelt sich gewissermaßen als Marke. Und das lässt sich vielleicht mal an einem Beispiel verdeutlichen, nämlich an seinem Namen. Sein vollständiger Name ist Michael Praetorius Kreuzburgensis. Darin ist soweit jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Nach humanistischer Gelehrtentradition gab dieser latinisierte Beiname an, aus welchem Ort man stammte. Also im Fall von Praetorius war das Kreuzburg. Praetorius verwendet diesen Namen aber nur selten in dieser Form. Also mal als Anagramm, als MPC, mal als Michael Praetorius C. Wobei dann auch das C mal für Kapellmeister steht. Und diese Namensform wird nun mit seinem Wahlspruch verknüpft, der nämlich lautet Mihi Patria Coelum, also als Anagramm ebenfalls MPC. Und das kann man übersetzen mit Der Himmel ist meine Heimat. Unter diesem Motto steht sein ganzes Lebenswerk. Also sein irdisches Schaffen stellt er in den Dienst eines kommenden Jenseits. Und das ganz im doppelten Sinne, also einerseits nach seinem Tod und andererseits im apokalyptischen Sinn als Wiederkehr Christi nach dem jüngsten Gericht, wenn die Welt erlöst wird. Also das Leben ist ihm nur das Jammertal. Der Historiker Achim Landwerk hat es einmal beschrieben als ein kurzer, bedeutungsloser Warteraum. Aber durch Buße, und Buße kann eben auch über die Musik geschehen, erwartet er im Jenseits Erlösung. Und da kommt vielleicht, um das nochmal, den Bogen noch zu Kreuzburg zu schließen, da kommt nochmal Kreuzburg ins Spiel. Praetorius hat nämlich Kreuzburg auch manchmal als Kreuzbergensis aufgelöst. Und dieses Kreuzberg steht für den Kreuzberg Christi. Er selber hat sich dann auf einem Selbstporträt auch mal dann als Kniender am Kreuz Christi auch dargestellt. Also das ist für ihn ganz, ganz zentral und auch mit seinem Werk verknüpft. Ist eine Facette seiner Selbstdarstellung als Künstler, wo er sich vielleicht in einer bedrohlichen Welt verortet sieht, aber doch zuversichtlich in die Zukunft guckt. Weil eben Erlösung als etwas ganz Positives erlebt wird für ihn. Ja, vielleicht ist es ja auch dieses Selbstverständnis, was ihn dazu führt, so viel Energie zu haben und so viel Fleiß. Also wenn man sich überlegt hat, wie viel Energie er für sein künstlerisches Schaffen haben musste, für sein wissenschaftliches Schaffen, welche Bibliothek er gehabt haben muss, die muss ja irgendwo herkommen. Und das braucht natürlich irgendwie eine Wurzel und eben ein Weltbild und auch ein eigenes Lebensbild, was einen absichert. Ist natürlich auch der Ursprung dieses lutherischen Musikverständnisses, was auch noch Johann Sebastian Bach letztlich beschäftigt hat. Also das ist halt wenig bekannt, diese Facette in seinem Leben, dass er in diesem ersten Teil, das hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt, das Syntagma Musicum, also dem bedeutenden musiktheoretischen Werk, das er auch geschrieben hat, das übrigens auch in der Sächsischen Landesbibliothek als Erstdruck liegt, da betont er eben die hohe Bedeutung dieser lutherischen Musik für den Gottesdienst und auch den Erhalt dieser Musik. Und deswegen habe ich am Anfang eben auch gesagt, dass er jemand war, der damit mit diesem Dokumentieren aller Musik, die er überhaupt greifen kann, diesen hohen Stand der Musik retten wollte, dann um zu zeigen, dass die eben fast schon so hoch gestiegen ist, dass sie fast schon die Musik der Engel erreicht hat. Die Musik der Engel, sagen Sie. Haben Sie noch einen Hörtipp für uns? Ja, durchaus. Also ich würde ganz gerne die Einspielung von Roland Wilson, einem britischen Dirigenten und Zinkenisten, empfehlen. Die ist zwar schon etwas älter, aber meines Erachtens die einzige Einspielung seines Spätwerkes, der Polyhymnia Caducceatrix. Und besonders beeindruckend, gerade was die Musik der Engel betrifft, ist da vielleicht das Konzert über das Kirchenlied Wachet auf, ruft uns die Stimme. Das ist also überhaupt eines der modernsten und progressivsten Konzerte von Praetorius überhaupt. Also auch, weil er dort
die Zinken und die, also als Cornetti Obligat vorschreibt. Aber gerade deren virtuose Echos setzen eigentlich auch den Widerhall der Musik der Engel auf Erden klanglich unglaublich beeindruckend ins Bild. Ja, und diese Einspielung von Wilson ist bestimmt auch eine der großen Einspielungen von Michael Pretorius Musik überhaupt. Sehr schön. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich danke Ihnen auch.